Guten Tag. Zuerst mal eine neue Runde mit dem neuen Panzer gedreht. Kleppert noch. Ui, und das ist sehr rutschig. Also die Kette kleppert echt laut. Da muss jetzt echt mal, ich glaube, da muss echt mal ein neuer Spanner drauf. Bitte. Also vom Fahrverhalten echt geil, das ist alte, obwohl das jetzt ein kleinerer Rahmen ist, was ich vorher nicht wusste. Nur hinten die Kette ist halt, das ist halt echt mega laut mit der Kette. Ich weiß auch nicht, warum die jetzt so laut ist, ob der Spanner jetzt langsam am Arsch ist oder was, weil ich habe die Kette nicht gekürzt. Der Hinterbau ist eigentlich genauso. Spannt echt schlecht die Kette, ne? Lustig hier den Panzer abzupfen. Das geht über. Das Klappern von der Kette nervt mich jetzt echt. Alter, spannend eigentlich. Ich überlege jetzt, ob ich das fixe oder ob ich einfach runterfahre und dann versuche es zu fixen und dann noch eine Runde Farbe, ehrlich gesagt reicht mir eigentlich eine. Ich habe keinen Bock, euch jetzt die Kette hier die ganze Zeit vorzuführen. Diesen tollen Klang. Also ich werde es jetzt fixen, weil Steuersatz löst sich auch gerade schon wieder, beziehungsweise ersetzt sich. Dann fahren wir halt nur eine Abfahrt, das ist hier nur der Test, die Testfahrt. Von daher halb so wild. Tschüss.
wie man hört, die Kette klackert immer noch wie Sau. Wird auf jeden Fall nur die eine Abfahrt bleiben. Bin ich total weggerutscht. Schauen wir hier. Autobahn, verbollerte deutsche Ostautobahn ist das hier. Uiuiui, ganz viel Rutschig hier. Alter. Das Problem ist, das Ding wiegt 23 Kilo. Das heißt, wenn du rutschst, dann rutschst du. Ich habe die ganze Zeit versucht zu fangen, aber wenn ich halt mit dem Enduro hier lang pace, ist es viel einfacher. Ich hoffe, es hat trotzdem gefallen. Ciao, ciao.